jetzt schon die Elke, die ist ein bisschen fort und schnell vorne weggelaufen, aber sie kann, ich erzähle gleich nochmal was zu dem Kostüm. Ich würde ganz gern, ganz kurz, auch gar nicht viel noch zu dem Hintergrund dieser Bacchus-Geschichte sagen. Also man weiß ziemlich viel, wie dieser Gott des Weines verehrt wurde. Es gab eben die Bacchanalien und diese Bacchanalien wurden von den Bacchantinnen und den Bacchanten ausgerichtet und man grenzte sich, also so wie ihr das jetzt auch bei der Elke sehen kann, könnt und auch bei mir, man hatte Weintrauben und Weinblätter in den Haaren, man hatte normalerweise auch einen Thyrsos-Stab, ein langer Stab, der war, da hatte oben eine Krone und dann war, also müsst ihr euch bei Elke vorstellen, die hat eben vergessen, ja, aber wir hatten an Fasching schon mit. Also wer sie da gesehen hat, das waren so hohe Stäbe, da waren Blumen dran und Weintrauben und Bänder, also alles sehr üppig und bunt und so weiter. Und so war das eben früher, dass man mit diesen Bacchantinnen und den Bacchanten geschmückt und begrenzt in die Natur hinauszog. Die waren auch ziemlich laut, die hatten so Rasseln und so etwas mit und Instrumente und so weiter. Und man zog dann raus und ehrte mit einem Wüstengelage. Das war ja fast wie ein Wendespalt, ne? Das war wie ein Wendespalt. Genau. Ja. Und es ist eben ziemlich genau verbrieft und vielfach von großen Meistern der Kunstgeschichte in Szene gesetzt worden. Dieses Gefolge des Bacchus mit dem Bacchantinnen und den Bacchanten und mit vielen Gestalten, halb Mensch, halb Tier, Faune und Feen und was nicht alles. Wir haben uns ja auch schon bei Fasching Kurt, du weißt, Ganz genau, wir hatten Männer mit den Hirschgeweihen, die Frauen mit den Hirschgeweihen. Wir hatten, das waren die Winterkostüme. Ja, das waren die Winterkostüme. Genau, genau. Wir extra für den Fasnachtsumzug. Und heute sind wir ja im Sommer gelandet. Genau. Und es gibt ja noch viel zu erzählen. Mhm. Wir schauen uns mal die Ecke an. Wollen wir mal mit der Ecke weitermachen? Ich darf sie mal abholen in der Mitte. Und dann im Barock später wurden daraus dann so Scherben, wie ihr das hier bei der Elke seht. Und sag mal, Miriam, kann man denn eigentlich von den Kostümen auch, ich sag jetzt mal, die Weinsorten schließen? Ja. Was man, also mir fällt das jetzt so auf, du bist jetzt so, also noch schon der Elke ist ja hell. Ja, also kann man da was. Ja, dann schauen wir uns doch mal die Kamera an. Da seht ihr dann den Rosé. Und die Elke. Jetzt bin ich mal gespannt, was da für ein Wein rauskommt. Auge bis zum Boden geleitet wird und eine Schleppe, die an Wasser erinnert.
und oben Blätter an den Schultern und zeig nochmal dein Entzücken, das Hinterteil. Das hätte ich bis jetzt nicht getraut zu sagen. Ja, ja. Alle Kostüme haben immer eine Vorderseite und eine Rückseite. Wir haben uns bemüht, dass beide Seiten gleichermaßen spannend und interessant sind. Und es war von Anfang an ein sehr verspieltes Projekt. Also, wenn ich das jetzt recht verstanden habe, wie gesagt, ich muss mich nochmal wiederholen: weiß sein, rosé, rotwein. Dann ist das doch der gemischte Satz. Ja, das war das geflügelte Rotwein in der Herstellung. Also die besondere Weinkenner unter Ihnen kennen das, ja, der gewünschte Satz mit Franz im Weinberg verschiedene Rebsorten und die Enza verkörpert das hervorragend. Ja, du stehst im Armen im Weg.